Leute, bevor ihr euch dieses Video hier reinzieht, ganz, ganz wichtige Nummer. Ich streame nämlich jetzt mit Trimax und Robatra wieder Minecraft, also schaut auf jeden Fall vorbei. Ihr wisst Bescheid, bis gleich. Du bist so scheiße, Max. Ich wurde gebannt. Max, Creative Mode ist sowas von tabu, Bro. Du hast gerade was überschritten. Was habe ich überschritten? Die Regel, dass wir den Creative Mode nicht antasten. Nein, man doch. Kann im Creative-Modus nicht sterben, wurde mir gesagt im Chat. Ja, richtig, aber du kannst damit doch cheaten. Achso. Zwei. Fail to connect to the server. You're banned from the server. Reason banned by an operator. Back to server list. Ich dachte, damit kann ich nur nicht sterben. Max, jetzt komm, stell dich deiner gerechten Strafe. Das ist mein Wunsch. Wir haben uns alle einmal geportet. Du hast gesagt, du machst drei Sachen, die wir uns drei wünschen. Drei Sklavenwünsche. Genau, und wenn ich mir wünsche, dass der Sklave stirbt, dann... Wieso? Aufgabenwünsche, sowas wie, mach okay, meine Hausaufgaben für mich. Max, du wirst gleich sterben, ne? Ob du willst oder nicht. Ich werde dich gleich so OP wegholen, das hast du noch nicht gesehen. Und das komplett legit ohne Cheats. Ohne Cheats? Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen, tatsächlich. Max, ich sag dir jetzt eins. Ich bin innerhalb von Sekunden gleich bei dir, werde dich klappen, spawn-trappen und dann bist du in einem Gefängnis aus Lava, wo du immer wieder respawnen wirst und immer wieder stirbst. Das wird passieren. Ich bin so weit weg von der Basis, ihr könnt mich hier gar nicht finden. Und ich werde hier so lange, ich werd 5 Stacks Dynamit haben. Und wenn ihr damit nicht rechnet, dann schlage ich zu. Oh mein und Gott. Matra weiß es, deswegen lacht er. Du wirst einfach gleich weggeholt. Ich sehe sogar im Stream, wo der ist. Ich kann ihn ja easy stream snipen. Ich kenne das Biom ja. Ich weiß ja, wo er ist. Max, es wird uncool werden für dich. Ich sag's mal so, weil du hast dich deiner Hinrichtung entzogen. Einer Hinrichtung, die von allen Leuten gefordert worden ist, ne? Die wurde nicht von allen Leuten gefordert. Ah, Max. So, 7 Gunpowder, das reicht mir schon, Max. Ich hab genug. So, Kollege. Das werden 7 Raketen für mich. Oh, 21. Damit komme ich easy hin. Ich habe alles, was ich brauche. Ich kann jahrelang unter der Erde leben. Ja, der Bot sneakt nicht mal. Leute, das ist wie bei Varo, Alter. Das ist wegklappen. Das ist ease. Eigentlich hätte ich das nicht mehr machen müssen, Leute, was ich gerade tue. Aber ich mache es einfach nur für den Flex, damit Max gleich komplett erstaunt ist, Alter. Hast du ihn? Er sneakt nicht. Siehst du ihn? Ja. Geil. Okay, Romatra, pass auf, ich komme jetzt zu dir. So, meine Elytra sind jetzt mit Mending und Unbreaking 3 verzaubert. Ich werde jetzt einfach zu euch ganz entspannt rüber fliegen, weil ich nämlich jetzt fliegen kann, Max. Tja, ich würde sagen, Max, du bist down. Wie, du kannst fliegen? Ja, ganz genau, ich kann fliegen. Du hast dich deiner Hinrichtung widersetzt. Nice. 2700, 2100. 2100, da bin ich ja super schnell. Wo bist du? Leute, schaut mich an, wie ich einfach fliege. Ich fliege einfach. Doch bist du. Alter, das ist Romatra, der Lowe. Warte, ich bin jetzt hier. Wo ist der Sand? Ja, er ist gefangen. Er hat das Game verlassen. Okay, umso besser. Nice, das wird lustig jetzt. Romatra, gib mir mal die Quads, genau, durch die Quads. Romatra, stopp! Was ist, Max? Stopp, sofort Feuer einstellen. Alter, what the f***? Wie penetrant von dir. Hallo, Max. So, Max, jetzt kommt deine Hinrichtung trotzdem. Was macht ihr jetzt? Was macht ihr da? Max. Okay, habe ich noch letzte Worte? Er ist entkommen! Max, ich kill dich jetzt einfach so, wenn du jetzt wegläufst. Okay, ich warte ganz kurz, ja? Oder warte, actually, ich lass ihn rauskommen, das macht noch mehr Spaß. Max, ich geb dir ein bisschen Vorsprung, Max, okay? Achtung, jetzt pass auf, Romatra, lass ihn rausgehen. Max, du darfst oben ans Tageslicht. Alter, Romatra verfolgt mich! Geh nach oben, okay, Max. Geh nach oben, okay, aber lang. Wieso seid ihr so schnell? Geh nach oben. So kacke, ne? Ey, ihr haut mich die ganze Zeit. Komm, lauf. Guck ihn dir an, wie hilflos er ist. Komm, geh nach draußen. Weg da! Mein Gott, Alter, ich hasse den so, der ist so dumm. Digga, Leute, könnt ihr nicht einfach mich rausbauen? Ich habe keine Schaufel. Geh nach oben. Warte kurz. Er wollte sich selber umbringen. Nein. Max, ich schwöre, ich schieße jetzt auf 3. Geh nach oben. Komm, renn jetzt, Max, renn. Er hat eine Enderpearl genutzt. Guck mal, wir versuchen abzuhauen. Mit der Chorusfrucht. Das ist derbe langsam! Was ist das denn? Mein ganzer Chat streift, ist die Frucht! War es ein guter Versuch nochmal? Nee. Gut, ich richte den hin. Okay, ihr könnt mich hinrichten. Geht los. Ich muss noch kurz einmal was essen. Das war eure Hinrichtung. Ich fand's so schwer, mich selbst umzubringen, ne? Insane. Aber jetzt habt ihr einen riesigen Fehler gemacht. Was denn? Ich bin in der Base mit massig viel Dynamit. Ja, ich in 2 Minuten. 2 Minuten? Romatra, ich geh kurz, ja? Ja, mach mal kurz. Alter, wie low, Revi. Guckt ihn euch an, wie low. So, Max, gehst du jetzt nach oben und lässt dich hinrichten? Ja. Kannst nicht mehr kommen. Zum Amboss. Kannst du echt fliegen jetzt? Ja, ja, guck. Aber Max, du kannst nicht das machen. Du bist so ein Scheißkerl. Geil, Alter, wie geil. Max, willst du das wirklich jetzt durchziehen mit der Flucht?
Oh. Another one. Ah, ich hab sie nicht an. Was? Das bist du? Wie zum F***? Wieso bist du so schnell? Ich bin einfach OP. Aber kannst du unter Wasser atmen? Auch. Ich war richtig gut. Gib's zu, bitte. Ich habe einen Trank genommen und einen Unterwassertrank. Ich wusste nicht, dass du God-Mode angemacht hast für dich. Ja, ja. Willst du mal sehen, wie ich fliege, Max? Zeig mal. Hinrichtung durch Amboss. Die muss stattfinden, Max. Jeder von uns wird mal hingerichtet. Ich wurde auch schon hingerichtet. Ich werde irgendwann auch noch hingerichtet. Wenn ich werde ich auch hingerichtet, Max. Lass Romata jetzt hinrichten. Nein, du bist jetzt dran. Guck mal, Max, guck mal. Schau mal, Max, guck mal hier. Siehst du mich? Achtung. Digga, halt's Maul. Wie soll ich so entkommen vor dir? Leute, was? Du kannst ja das schießen? Kannst währenddessen sogar noch Pfeile ballern? Ja, ja. Ich habe alles ausgespielt, was ich hatte. Wo soll ich aufpassen? Lass das Pferd in Ruhe. Sorry. Okay, alles klar. Ich hab's gemerkt. Jo. Stell dich auf diesen Block drauf. Ich hab Autojump dran irgendwie. Gut, Romara. Du darfst derjenige sein, der den Amboss von oben runterfallen lässt, ja? Ja, danke. Ich hab den Amboss nicht. Ich will noch was sagen. Ich hab dir den gedroppt, doch. Ich will noch was sagen, dann ja. Ihr seid das schlechteste Hinrichtungsteam auf diesem Planeten. Er hat den Amboss. Ich hab den Amboss. So, warte. Zuerst lasse ich ihn zacken. Warte. Hör auf. Wie hoch muss der sein? Trimax. Ja? Du wirst hiermit des Hochverrats und des Aufhaltens des Nether-Kampfes angeklagt. Romatras Pferd ist wegen dir ebenso gestorben. Trimax, dich erwartet nun hier der Tod. Romatra wird dich durch Tod, durch Amboss nun hinrichten. Erkennst du deine Strafe an? Ja, ich erkenne sie an. Geil. Weißt du, dass du gebaut hast, Max? Nein. Ich Max, dein Bestes gegeben. Das war's. Er hat einen Block über sich platziert. Oh, Matra. Das war halt so klar. Ich ertrinke. Ja, wir lassen ihn ertrinken. Geil, das ist auch gut. Das ist auch sehr gut. Ertrinken ist... Ja. Zum Dorfplatz. Ja. Zum Dorfplatz jetzt. Ich schwöre, ich... Klar. So, ich bin da. Was wollt ihr haben? Wie wollt ihr mich am liebsten hinrichten? Hierhin. Genau. Hör auf, in die Kiste zu gucken. Komm hier zurück. Komm zurück. Dreh dich sofort um. 3, 2, 1. Du stellst dich jetzt hierhin. Hierhin. Hier stellst du dich hin. Oh Gott, was ist das? Das ist ein D-Sack-Gerät und das musst du jetzt machen. guck mal, wie er sagt. Guck, wie er sagt. Das ist schon ganz witzig. Geil! Entweder du nimmst es ja an diese Hinrichtung hier hin oder nicht. Ja, ich wollte mich hinrichten lassen und auf einmal kannst du mit irgendeinem Penisgerät an. Ich glaube, Max hat's gelernt, Romara. Ich würde sagen, dass du dich nicht so verhalten sollst. Ja, was geht? Ich habe mein komplettes Schatzhaus abgerissen, Alter, weil es scheiße aussah. Hey Junge, was ist denn mit dir los, Alter? Entspann dich mal, Bro. Nee, ich war schon wieder übel sauer auf mein Haus, weil es so hässlich war. Leute, es ist wieder Zeit für The Frickening. Let's go. Ja, Mann. Erlabt euch an meinen Früchten. Nun zeigt mir die Früchten eurer Lenden. Los, treibt es, die geilen Villager. Na ja, Mann. Oh mein Gott, was? Wilder Dreier hier vorne. Ey, die sind krank, die machen es einfach zu dritt, die Schweinehunde. Guck mal, Romatra. Boom, Junge, sie haben zu dritt ein Kind gezeugt. Mega die Party. Let's go, Alter. Insane. So, okay, Leute, ich würde sagen, wir grinden unser Haus durch. Wo ist Trimax? Der ist auf irgendeinem Event, Leute, und hat uns für Geld verraten. Ja, aber Bro, wird mich nicht abfangen. Alles okay. Conduit, Leute, wie mache ich das mit diesem Conduit? 16 Prismarinen. Alter. Ganz ehrlich, Digi, Ruru, lass mich mal Wassertempel legen. Wassertempel legen? Ja. Okay, let's go, komm. Müssen wir einen Tempel suchen. Wir hätten Strandmann füttern sollen. Oder vielleicht sterben wir jetzt. Fahr zurück. Junge, fahr zurück. Mm-mm. Strandmann würde uns dafür jetzt bestrafen, Romatra. Wir müssen damit leben. Ich habe einen Tempel gefunden, glaube ich. Oh, das, was da leuchtet? Nee, ist aber ein Mini-Tempel, aber die sind ultra stark, Digga. Da müssen wir richtig aufpassen. Wollen wir rein? Können wir tryen? Geh in den richtigen. Nee, hat's nichts, Bro. Hier hat's nichts. Ja, da ist er. Boom! Ja. Wir haben einen. Okay. Den hab ich gemeint. Genau den habe ich gemeint. Okay, Mephra, bist du ready? Ja. Okay, dann trinken wir jetzt die Potion. Oh, wir haben. Wie viele Potions hast du? Ein oder zwei? Ich habe 3 sogar. Ich habe nur 2. Deswegen. Könnte knapp werden. Pass auf, wir parken wirklich direkt komplett drüber und gehen direkt oben rein, okay? Gut, komm, 3, 2, 1, go. Okay, ich bin direkt bei einem Boss drinne. Klatsch ihn direkt tot. Boah. Was mit ihm? Er ist nicht stark. Mach ihn tot. Okay, nice. Ein Boss schon mal down. Stark. Ja. So, jetzt haben wir den Effekt. Jetzt haben wir den Effekt. Alles gut. Jetzt können wir nur nicht mehr bauen. Das heißt, wir müssen jetzt durch den Tempel durchkämpfen. Es müssen noch 2 weitere dieser Bosse sterben. Dann können wir den Tempel clearen. Alter, wie krass ist das bitte? Alter, ich bin genauso lost wie der Fisch. Das ist unglaublich. Hä? Weil man hört die auch. Die machen ja diesen Soundeffekt, aber... Ja, ich weiß gar nicht, was du meinst. Es gibt nur einen Boss. Nee, Leute, sonst hätten wir doch den Effekt nicht bekommen, oder?
Wir müssen mal gucken, wenn wir jetzt gleich Mining Fatigue wieder bekommen, dann liegt es an dem Boss. Ansonsten haben wir schon den Boss geklötet. Ich meine auch, dass es 3 sein müssen. Oh, warte, ich glaube, ich weiß, wo er ist. Komm mal zu mir, Romadra. Okay. Jetzt komme ich hier nicht hoch, Alter. Ah, doch, Leute, es hat geklappt. Komm her zu mir. Ich habe den nächsten Boss. Tut mir leid, ich komme nicht zu dir. Oder? Oder? Ich bin bei dir. Wo ist er? Sehr gut, gib ihm. Der ist irgendwo über uns. Noch eine Minute nur noch. Einen haben wir noch. Ich hab ihn. Alter, wie machst du das? Mann, die doch jetzt endlich, Junge. Okay, ich hab ihn, nice. Gut, Tempel ist clear. Und jetzt? Jetzt können wir eigentlich dahin, wo der Sponge eben war. Jetzt können wir den Tempel langsam trockenlegen. Ich bin beim Sponge, Romadra. Ja, komm ruhig zu mir, Bro, du siehst mich ja. Du kannst jetzt gleich die Wände abbauen. Guck mal, du bist ja genau eine Wand neben mir. Nee, ich hab immer noch. Ja, das ist aber in 36 Sekunden ist es vorbei. So, alles schön abbauen. Pass auf, weißt du, was wir jetzt machen? Dann tust du die alle in die Öfen, in den einen Ofen rein, wo gerade brennt. Siehst du? Ja. Die Türen brennen. Oh ja, dem stimmt, Leute. Ihr seid. Oh mein Gott, ihr seid Baba. Ihr seid richtig gut, ja, Mann. So, Bro, pass auf, jetzt gleich passiert ein bisschen Magic, okay? Ja. Mach dich auf was gefasst. Mhm. Pass auf, schau mal jetzt hier. Alter. Der Sponge saugt das Wasser auf, Bro. Geil. Komm, jetzt haben wir hier zum Beispiel schon einen cleanen Raum. Den Sponge können wir jetzt immer wieder trocknen und dann wiederverwenden. Brutal smart. Das hatte ich gar nicht von dir erwartet, Revi. Wir müssen auch nicht den kompletten Tempel clearen. Ich möchte nur ein bisschen in Ruhe was von dem Material hier farmen. Dann gehen wir schnell in die Mitte, holen uns da das Gold in der Mitte und dann sind wir auch schon hier durch. Die Prismarinsachen sind ja ganz nice zum Bauen. So. Da kann man so voll die geilen Dächer mitbauen. So. Guck mal, wie entspannt das hier so ein Trimax ist. Ja, der Vibe ist ein ganz anderer. Ah ja, guck mal da. Lass ihn verrecken. Er ist selber schuld. Stirbt der Land? Ja, er ist selber schuld. Ja, geil, Alter. Merkst du, Alter, wie produktiv und ruhig die Folgen sind, wenn Max nicht dabei ist? Ah, es fehlt auch ein bisschen was. Ja, actually insane. Ich hätte ihn tatsächlich gerne ertrinken sehen. Bro, das wäre so nice gewesen, Alter. Also nichts gegen Trimax, aber ich würde ihn wirklich gerne ertrinken sehen. Er versucht, seinen riesigen Kopf so über Wasser zu halten, das ist schon mad funny eigentlich. So! Kids, seid ihr ready für das Conduit? Schreibt mal alle Ja in den Chat. Nee. Wenn ihr das Conduit sehen wollt. Yay! Was ist ein Conduit? Das ist so ein Ding, das zieht man sich vor dem Geschlechtsverkehr über den Habe ich noch nie benutzt. Ja, glaube ich dir. Okay, gut, Leute. Was für eine Reichweite das Conduit? 50 Blöcke, glaube ich, ne? RT, ich mach's aber direkt hier vorne hin, Leute. Oh, nee, wir machen's. Sollen wir's. Eigentlich wäre es geiler, wenn wir es da vorne ins Ding reinmachen, oder? Ins Korallenriff. Why are you running? Hey, ich sehe dich absolut gar nicht mehr. Nether Portal? So, warte jetzt. Ah, hier, Conduit Power. Okay, boom. Boom. Jetzt machen wir das Conduit noch ein bisschen größer, würde ich sagen, Leute. Ach, hier kann ich jetzt. Ich verliere keine Luft. Genau so funktioniert das. Krass. Sieht oder? Sieht ultra lit aus, Alter. Okay, lass mal gucken, Leute, bis wohin das geht. Spark sagt 94 Blöcke. Insane, Alter, geil. Lull. Tatsächlich, ich glaube, ich könnte sogar im Pool Luftanhalten-Challenge machen mit Romadra. Auf geht's. 94 Blöcke sollten das hier noch sein. Ja. Ja, geil. Vor der YouTube-Upload, ich baue mir schnell noch eine kleine Unterwasserbase, so eine Bubble. Ich hab voll Bock drauf. Mit Eisenblöcken. Wir haben ja genug Eisen, oder? Aus der Farm müssten wir eigentlich genug haben. Geil, Alter. Nice. Oh, Bruder, das Eisen, es kommt. Alter, ja, diese Eisenfarm. Oder die Eisenfarm ist es. Komm, sag mal bitte, Digga, wie geil sie die ist es, Alter. Sie ist insane, Junge. Let's go. Gönnen wir jetzt unter Wasser noch ein kleines Haus, Digga. Ich baue noch schnell eine kleine Unterwasserbase mit einem Baum drin, einfach nur so zum Chillen. Voll cool. Genau im Korallenriff werde ich mir so kleine Sandy Cheeks Bubble bauen, Alter. Dann werde ich SpongeBob da reinsetzen und dann werde ich den jeden Tag foltern. Get some help. Keine Ahnung, was in meinem Kopf wieder vorgeht, ich weiß auch nicht. So Leute, jetzt kommt nämlich, es wird ein bisschen kompliziert, jetzt kommt Basic Minecraft Kreislehrer, Alter. So, das ist quasi schon mal ein kleiner Kreis und jetzt erweitern wir den Stück für Stück, damit wir eine symmetrische Form hinbekommen. Boah, Bruder, das wird Sicko-Mode, Alter. Yeah. Guck mal, hier kann ich eigentlich. Null. Cool. Ich habe eine Koralle in meinem Pool. Korrekt, Jungs. Dankeschön. Viel Spaß im Pool. Ich habe 2 Pigmen im Pool sitzen, Digga. Ah ja, der eine Kollege hier, Herr Schweinemann, ist weg, weil ich dem keinen Nametag gegeben hat. Ich vergaß dies zu tun. Nur so sei es, so ist er weg. Ich fände es auch voll nice, eigentlich komplette SpongeBob-Geschichte hier nachzubauen. Vielleicht können wir das sogar machen. Actually, ich meine, wir haben jetzt Sandys Blase gebaut, dann machen wir das Haus von SpongeBob, machen wir aus diesem gelben Horn Corals, die farmen wir in einem anderen Korallenriff. Dann machen wir Patricks Haus und sowas und dann können wir unten SpongeBob-Let's Play machen, Junge. Auf geht's. Actually, eigentlich gar keine schlechte Idee. Wir bauen komplett Bikini Bottom hier unten. Das ist eigentlich ganz nice, finde ich cool. 100 Spieler im Bikini Bottom. Oh, Digga, das ist auch geil. 100 Spieler unter Wasser. Ja, Mann, nächste Idee. Boom, boom, let's go. Next Community Event, Unterwasser-Map. So, gucken wir mal, ob der Baum hier wächst. Ja, wie ich es befürchtet habe, halt nicht. Ne, tut er nicht. Okay, dann müssen wir.
später so bauen. Ist egal, okay, Leute. Also, Unterwasserbase steht. Boom, boom, ihr habt's gesehen. Ich fahr's mal los, Leute. Ich bin raus, Romata. Bis später. Dann mach's gut. Ciao, ciao. Achso, okay. Ich werde das Haus noch fertig bauen, wenn du es noch bist. Nee, tschüss. Geil.